Haben wir, glaube ich, jetzt geschafft. Söldner, Söldner. Hagrim verfehlt Söldner. Was steht hier? Grammerfell der Wanderer. Nein, eigentlich wollten wir ja gerissener Cyrdil. Okay, habe ich die jetzt umsonst getötet? Aber eigentlich müssten die das gewesen sein. Die Beschreibung passte. Geächteter Mönch, geächteter Schurke, gerissener Cyrdil. Das waren gar nicht die richtigen. Das ist jetzt ein blöder Scherz, oder? Wann habe ich gespeichert? Vor einer Minute, okay. Das wäre scheiße gewesen, wenn ich das jetzt alles hätte nochmal machen müssen. Das kann doch nicht sein, das ist echt gemein. Da habe ich mir so viel Mühe gemacht, die zu töten, und da waren es nicht mal die richtigen. Die richtigen sind da unten, abseits. Na, ist erstmal nach Goldtal. Eine Runde schlafen, den Tempel absuchen. Obwohl, erst nach Talholz. Also schlafen, Talholz, Tempel absuchen. Dann versuchen wir Cyrdil zu töten. Hier scheint ja doch alles in Ordnung zu sein. Denke ich, beziehungsweise hoffe ich mal. Wir könnten mal kurz bei Kalishas Schwester vorbeischauen. Wie geht's dem hier eigentlich? Dem. Der hat nichts Neues zu sagen. Hier oben. Aber schwer zu spielen ist echt heftig. Achso, das ist ihre Katze. Das macht mich jetzt echt irgendwie fertig, dass wir den Falschen getötet haben. Gut, der hat uns auch angegriffen. Der hat's verdient, aber... Ich habe so viel Mühe in den reingesteckt. Jedenfalls sind Menschen leichter zu töten als... Das liegt falsch. Jedenfalls sind Räuber leichter zu töten als Waldmonster. Ich will nicht wissen, wie hart dieser Ogerhäuptling, Ogerkönig da ist, den wir dann noch auf der Liste haben. How do you do? Ich hätte gerne ein Zimmer. Machen wir mal plus 2 Entschlossenheit. So.
ist wieder raus hier. Da lang können wir leichter raus. Wie sieht es eigentlich hier aus? Du bist noch im Bau. Ein Tag, 4 Stunden. Talholz. Da waren wir schon eine ganze Weile nicht mehr. Jo, Talholz. Hier drin im Zelt übrigens wäre der Beweis dafür gewesen, dass der eine Jäger von damals den Mord begangen hat. So. Hier hoch und dort drüben ist das Xaurib-Lager. Was zu... Xaurib-Meister und... Junger Jungdrache, Jungdrache. Xaurib-Meister, Xaurib-Hohepriester. Warum haben die Drachen? Junger Jungdrache, junger Jungdrache. Okay. Talholz ist übel geworden. Warum zur Hölle haben die Drachen? Kriegshäuptling Iktak hat seine Lage im Talholz aufgeschlagen. Ich kann mir ein Kopfgeld verdienen. Ja. Right. Okay. Vielleicht kann ich auf jeden Fall irgendwas machen, dass ich nicht die gesamte, das gesamte Lager anlocke. Sondern es nur mit dem Drachen zu tun bekomme. Yeah. Ready, Watcher. I shall be discreet. Ja. Drache. Drache. Stopp. So, Drache. Okay, ich wurde schon mal gefeiert. Und ich werde umgehauen und getötet. Der Hohepriester, der ist das Problem. Denke ich mal. Lava will be on seek. Weil der kann heilen, der kann segnen, der kann umhauen. Und der hält verdammt viel aus. Das kann ich auch vergessen. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, was ist das? Was sind das für Kopfgeldaufträge? I'm here. So.
Und ich glaube, ich mache demnächst mal die Belegung hier anders, indem ich einfach euch so verschiebe. So. Drache. Xaurib-Meister. Let's go. So. Du ziehst dich dringend zurück. Du machst mal die Macht an. What? So. Ja. Da Angriff. Du da Rüstung. Ihr auch Angriff. Du mach mal dein Zeichen auf den und du. Okay. Der Xaurib-Meister, der fällt gleich um. So, Fernkämpfer, alle auf den Hohepriester. Du auf den Jungdrachen. Du, Hohepriester. Du, Hohepriester. Du, das da auf den Hohepriester. Und du, Renz, das da auf die Nahkämpfer. Oh, wir haben ja noch Kriegshäuptling Iklak da. Du, heil dich mal selber. Mach dabei mit dem weiter. Okay, der ist schon mal fast weg. Der Hohepriester. Der hat doch einen Hohepriester. Okay, ein Jungdrache. Der andere Jungdrache ist schwer verletzt. Du heilst dich am besten gleich nochmal. Du mach mal einen Stopp hier irgendwo rein. Okay. Nee. Der Kampf ist auch erst für mindestens zwei Level höher. Ganz ehrlich, nein. Okay, Kopfgeldquests sind anstrengend. Zurück nach Koltal. Bin ich fast schon versucht, mit der Mainquest weiterzumachen. Aber erst einmal habe ich ja gesagt, will ich den Tempel absuchen gehen. Auch wenn das Zeug da drin jetzt nicht so wichtig ist, aber... Und wir auch ziemlich viel Geld haben, aber Geld schadet nie. Ich glaube, den einzigen Kopfgeldauftrag, den wir machen können... ist ja eben vielleicht der eine Typ da, also der Typ eben bei Magrans Gabelung, den wir nicht getötet haben, wo wir dachten, es ist der andere. Das ist wahrscheinlich die einzige Kopfgeldquest, die wir hinkriegen werden. Weil alles andere. Okay. Keeping quiet. Es kann jetzt etwas dauern, bis wir den durch den ganzen Tempel geschlichen sind einmal. Aber wir müssen Secrets schnell entdecken. Vor allem, wenn wir sie schon entdeckt haben. Nochmal das Ganze.
Das kennen wir. Und ja, ich klappe hier nochmal alles in Zeitlupe ab. Aber in welcher Reihenfolge am besten? Hier durch den Raum, dann da runter. Ja. Weil ich glaube, hier gab es auch noch Secrets hier in dem Raum. Abgesehen von dem Secret da oben, was wir schon hatten.